herzlich willkommen in Ralfs Fotobude. Ja, heute möchte ich euch was ganz Besonderes vorstellen. Wer auf meiner Facebook-Seite vorbeigeguckt hat, wird es schon gesehen haben. Rechtzeitig vor Weihnachten ist bei mir was Kleines, Lustiges zum Fliegen eingetroffen und ich bin wirklich gespannt, wie das Ding in den nächsten Tagen funktioniert. Einige wissen es, ich bin mal wieder unterwegs und da werde ich die natürlich mitnehmen. Ja, und was ist gekommen? Dieses wunderbare Teil Phantom 2 Vision Your Flying Camera ist gekommen. Die Phantom 2, das ist quasi der Nachfolger der Phantom. Die gibt es schon, ich glaube schon seit über einem Jahr, die gibt es schon etwas länger. Was ist neu bei der Phantom 2? Etwas längere Akkulaufzeit. Und die Phantom 2 gibt es jetzt in zwei Varianten. Und zwar einmal in dieser Variante, wie ich sie habe, in dieser Vision-Variante. Da ist dann die Kamera direkt mit eingebaut, die ist auch schwenkbar. Und dann gibt es die Phantom 2 in der normalen Version. Da muss man dann eine Kamera dazu kaufen. Ja, üblicherweise ist das die GoPro Hero 3. Das ist eigentlich so die Standardkamera, die da rangepackt wird. Auch da die Neuerung bei der neuen Phantom 2. Da ist ein sogenannter Gimbal gleich mit eingebaut. Was ist ein Gimbal? Das ist ein Teil, was unter der Drohne drunter hängt, wo die Kamera drin installiert ist und die gleicht jegliche Nick- und Neigebewegungen der Drohne aus, sodass das Bild wirklich immer sehr konstant auf den Punkt ist. Das heißt also, ich habe, wenn eine kleine Windböe kommt oder ich steuere und die fängt so ein bisschen an zu kippen, dass ich das nicht alles im Video habe und dann nicht permanent irgendwie sich verdrehende, verruckelnde Bilder habe, sondern dieses Gimbal sorgt dafür, dass die Kamera wirklich immer schön auf Position bleibt und eben nicht diese ganzen Nickbewegungen mitmacht. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Ich habe mich für die entschieden, weil ich habe keine GoPro Hero 3. Ich will mir eigentlich auch keine GoPro Hero 3 kaufen, denn ich würde sie mir tatsächlich nur für die Flugdrohne kaufen, für alles andere. Ich bin zwar ein Mensch, der Outdoor gerne ist, aber kein Mountainbiker, kein Snowboarder, kein Segler, kein sonst was. Und eigentlich macht die GoPro Hero nur dann Sinn oder eben hier auf so einer Flugdrohne. Ich packe das Ding jetzt aus. Es ist also wirklich ein echtes Unpacking. Ich habe bisher noch wirklich nicht reingeguckt. Ich habe mir noch überhaupt nichts davon angeguckt. Das ist also jetzt wirklich das erste Mal, dass ich reingucke und schaue, was sich in dem Karton alles versteckt. Und ich bin vermutlich mindestens genauso gespannt wie ihr. So sieht das Ganze dann von innen aus. Ups, Entschuldigung. Den Deckel einmal hoch. So sieht das Ganze dann von innen aus. So, und den Innenkarton, den holen wir jetzt mal raus aus der Verpackung. So, das ist das. Ja, wie gesagt, so sieht das Ganze dann in der Verpackung aus. Jetzt machen wir das einmal ganz vorsichtig hier einmal diesen Gurt ab, diesen Verpackungsödeldödel hier. Das geht einmal hier. So. Ja, dann haben wir hier oben einmal, ich gehe mal davon aus, dass das das Handbuch ist. Schauen wir da mal rein. Handbuch und vielleicht eine kleine Broschüre. Da sind also schon mal lustige Aufkleber dabei, mit denen man eventuell die Rotoren oder was auch immer bekleben kann. Ja, und dann gibt es hier also einmal so ein Quick Start Guide, mit dem man das die ersten Schritte machen kann. Den gibt es auch noch in einer ganz tollen Sprache, die ich vermutlich nicht beherrsche. Dann gibt es hier eine Liste, was alles in der Packung drin ist. Ein Disclaimer und Pilot Training Guide. Earning Your Stripes Version 1.0. Dazu muss man sagen, ich habe natürlich schon so ein bisschen im Internet recherchiert. Da gibt es auf der Internetseite umfangreiches Material. Da gibt es also eine ganze Menge auch an Videos, an Tutorials, wie man mit der Kamera umgeht, beziehungsweise mit der Flugdrohne umgeht. Da gibt es Handbücher, ausführliche Handbücher und was ganz entscheidend ist, da gibt es natürlich auch die Firmware. Und was noch viel spannender ist, das kann ich euch hier schon mal zeigen, das habe ich mir nämlich eben gerade mal installiert, was es auch gibt, das ist hier, läuft leider nur auf Windows, aber trotzdem, deswegen muss ich das hier auf so einem alten kleinen Notebook,
mal zeigen. Es gibt hier dann für die Phantom 2 noch eine Software und mit der Software kann ich ganz viele Funktionen oder verschiedene Funktionen sozusagen feinjustieren, die Schalter feinjustieren und. Also da gibt es eine ganze Menge, da muss ich mich natürlich auch erstmal reinfuchsen und erstmal gucken, was da so alles einzustellen ist. Erstmal natürlich die ersten Flugversuche machen. So, jetzt kommt das große Geheimnis. Jetzt lüften wir den Karton. Ja, und dann sieht das Ganze so aus. In der Mitte ist also die Flugdrohne. Daneben ist dann die Fernbedienung und die Zubehörteile. Ja, fangen wir mal mit der Fernbedienung an. So sieht die Fernbedienung aus. Das ist die Fernbedienung. Da sind dann noch so ein paar Infos mit dran, wie was funktioniert, Schalterchen. Ja, und das Entscheidende, und das ist eigentlich das Spannende eben auch an der Phantom Vision 2. Ich habe oben noch eine Halterung. Ich gucke mal, ob das hier die Halterung ist. Ja, ich habe hier, nee, das ist sie nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe aber auf jeden Fall hier oben, hier ist so ein Teilchen, muss ich mir mal angucken, was das ist. Ich habe auf jeden Fall hier an der Fernbedienung eine Halterung. Ja, und in diese Halterung kommt dann ein iPhone rein und auf dem iPhone sehe ich dann auch das Live-Bild von der Drohne. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit zu sehen, wenn ich mit der Drohne fliege, wohin sie fliegt, mir das Bild anzugucken. Und das ist auch ein großer Vorteil. Bisher war das immer nur mit Tricks zu machen und zwar lag das Problem darin, dass die Drohnen auf einer WLAN-Frequenz geflogen sind und die Kameras, die man hätte nutzen können, eben auch ihr Signal auf einer WLAN-Frequenz funken und damit sich quasi diese beiden WLAN-Frequenzen überlagert haben und es dann in einigen Fällen eben zu Steuerungsproblemen gekommen ist. Das hat man jetzt, glaube ich, bei der hier geändert, indem man die Flugfrequenz oder die Frequenz, mit der die Fernbedienung arbeitet, von der WLAN-Frequenz runtergenommen hat oder umgekehrt. Also auf jeden Fall widersprechen sich die beiden nicht mehr oder es kommt da nicht mehr zu irgendwelchen unerwünschten Effekten, sodass dann möglicherweise die Steuerung ausfällt. Ja, was haben wir dann hier? Hier ist Fully Charged Before First Use. Hier ist ein Akku drin. Das ist einmal ein Akku, den wir hier haben. Ja, dann ist hier das Zubehörpaket drin und das gucken wir uns jetzt mal an, was in dem Zubehörpaket sich so alles verbirgt. Hier einmal aufmachen, natürlich wieder keine Schere. Dann muss man das hier mit dem Lineal mal machen und aufschneiden. Wenn das dann geht. Ja, toll. Zack. Bürokräfte sinnlos walten. So, dann gucken wir uns das Ganze an. Ja, hier drin ist ein Netzkabel, ein USB-Kabel, noch ein Irgendwas-Kabel. Also ich zeige euch da mal den Inhalt. So sieht das Ganze von innen aus. Also viel Kabellage zur Verbindung der Fernbedienung mit USB, Verbindung der Drohne mit USB für Firmware-Updates etc. pp. So, das kann dann hier wieder rein. Ja, dann holen wir doch jetzt mal das Spannendste raus und das ist dann eben die Flugdrohne. So sieht das Ding aus. Noch ohne Propeller, die müssen dann natürlich noch hier oben dran. So sieht das Ganze aus. Hier ist dann einmal der Akku, das Akkufach. Zack, so sieht das aus. Hier ist das Akkufach von der Flugdrohne. Ja, und hier ist dann die Kamera unter diesem kleinen Hütchen drunter mit einer Abdeckung vorne drauf. Ja, und so sieht das dann aus. Und die ist dann eben auch schwenkbar. Ja, und ihr seht hier, die ist aufgehangen, damit die eben keine Vibrationen überträgt. Die ist aufgehangen und schwenkbar. Da hört ihr den kleinen Motor.
Das ist also fernsteuerbar. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, während des Fluges die Kamera so zu schwenken. So brauche ich sie nicht schwenken, weil das Drehen um die eigene Achse, das mache ich ja mit der Fernbedienung. Das heißt, wenn ich Bilder mache und möchte dann einen Schwenk machen, dann drehe ich die Flugdrohne und muss nicht die Kamera drehen. Also von daher, ja, so funktioniert das. Hier kommen dann die Propeller drauf und die hole ich jetzt auch nochmal raus, die Propeller. Die sind hier, das sind hier die Propeller und da ist dann gleich noch ein Ersatzset dabei. Also da sind dann insgesamt, zwei Sets Propeller dabei. So, die müssen noch montiert werden. Und was haben wir hier? Hier haben wir irgendein Zubehörteil. Ihr seht irgendwas. Ich glaube, das ist nur der Schraubenzieher, um die Dinger festzuschrauben. Mehr ist das, glaube ich, nicht. Genau, ja, und dann eben nochmal hier. Ich glaube, das ist tatsächlich die Halterung. Ich glaube, das ist tatsächlich die Halterung für die Fernbedienung, oder für das Handy, was hier in irgendeiner Form an diese Stütze oder irgendwie dran montiert wird. Das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, wie das genau funktioniert. Aber wie gesagt, Fernbedienung, da kommt dann, gehe ich mal davon aus, kommt dann noch hier unten. Da kommen Batterien hinten rein als Stromversorgung. Ja, hier oben ist die Antenne, kleine Antennenstummel. So sieht das Ganze dann aus. Ja, und jetzt heißt es dann fröhliches Zusammenbauen und die ersten Flüge machen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch so ein bisschen Zubehörsachen. Und ja, da unten ist auch noch mal was. Ne, das war's. Ja, das ist das, was ich im Prinzip alles habe. Ach, hier, genau. Jetzt weiß ich, was das ist. Das ist der WLAN-Verstärker. Entschuldigung, das ist der WLAN-Verstärker. Und der wird hier auf diese Halterung an der Fernbedienung aufgeschraubt. Genau. Der wird da aufgesetzt und kommt hier so einmal dran. Ja, das war's eigentlich schon. Das sind eigentlich so die ganzen Sachen, die es gibt. Wie gesagt, hier, ich wage mal zu behaupten, dass das irgendwie fürs Handy ist und hier in irgendeiner Form anmontiert wird. Gucke ich mir aber in Ruhe an. Ja, das war erstmal sozusagen die erste Blick auf die Flugdrohne. So sieht das lustige Teilchen dann also nochmal aus. Ja, und ich bin echt gespannt, erstens, wie ich damit zurechtkomme. Erste Flugversuche, ich hoffe, ich setze das Ding nicht gleich in irgendwelche Bäume oder sonst wo rein. Ja, und dann natürlich super gespannt bin ich auch auf die Bildqualität. Das ist also auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da bin ich echt gespannt, wie die Bildqualität von der Flugdrohne ist. Hier hinten, seht ihr, kann ich auch noch mal zeigen, hier hinten, da kommt eine Micro-SD-Karte rein für die Aufzeichnung der Bilder. So ein Ding habe ich Gott sei Dank und kann damit dann die Videos aufnehmen. Videos oder Standbilder, beides ist möglich. 12, ich weiß es nicht, 12 oder 14 Megapixel hat die Kamera. Bin ich echt gespannt auf die Bilder, freue ich mich schon drauf. Ja, das war es erstmal für heute. Vorstellung meiner kleinen Flugdrohne. Ich werde versuchen, sobald möglich Bilder dann auf YouTube hochzustellen, beziehungsweise auch schon, wie ich das Ding installiere. Da werde ich ein bisschen was zu zeigen, auch wie ich die dann einschalte und so weiter. Gibt natürlich da den umfangreichen Bericht bei mir auf meiner Internetseite www.ralfsfotobude.de. Das soll es erstmal gewesen sein für heute. DJI Phantom 2 Vision, die Flugdrohne. Ja, neues Terrain für mich. Ich freue mich schon drauf. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, obwohl da noch nicht so viel zu sehen war, es hat schon mal ein kleines bisschen Spaß gemacht. In diesem Sinne, schaut vorbei www.ralfsfotobude.de. Hier natürlich auf YouTube. Da werdet ihr dann sehen, sobald die ersten Videos da sind, werde ich die natürlich hochladen. Und ansonsten, ja, viel Spaß und moin moin.